Hast keinen Bock mehr, Fragen zu beantworten? Nee, ich keinen Bock mehr, Fragen zu beantworten. Okay, dann gucken wir mal rein noch kurz ins Aquarium. Du bist Salzwasser, Aquarianerin und Aquarianer. Hallo. Und der Robert hinter der Kamera, die Claudia. Ja, komm, das sparen wir uns, das kennen wir schon. Robert und Claudia. Aber danke, Robert und Claudia, erstmal fürs Erstellen dieses Videos. Ja. Aber wir sind ungeduldig. Wir sind sogar so ungeduldig, dass wir uns den Eingang sparen und direkt ins erste Aquarium reinschauen. Aber ich habe es nie geschafft und jetzt ist es soweit. Ich merke jetzt schon, dass ich das echt mittlerweile sogar fast noch lieber gerne mal in echt sehen würde. Also generell nochmal so Aquarien, weil ich jetzt auch ein bisschen mehr ansatzweise überhaupt Ahnung davon habe. Ich fand es früher interessant, aber ich war so weit davon entfernt, dass ich nur da so saß und dachte mir so, ja, schon krass. Aber jetzt weiß ich, was es bedeutet, was da gerade passiert und die Zusammensetzung und so. Und jetzt erkenne ich auch mal Korallen. Auf einer Seite haben wir jetzt kalte Meere dargestellt in dieser Ausstellung. Ah. Thematisch ist es einfach so, dass kaltes kalte Meer. Meere ja eine andere Nahrungskette haben als die tropischen Meere. Was ist das? Das ist ein Stilmittel, glaube ich. Sind wir schon wieder bei der Thematik, einfach pumpen, random da rein zu klatschen? Vor allen Dingen, was ist das? Das ist dann eher ein Powerhead. Und was ist das da unten dran? Ein Korb, ein Filterkorb. Also irgendein, das Medium drin? Wahrscheinlich. Das heißt, wir haben eine Fülle an Planktonorganismen. Also wenn die das jetzt wieder nicht thematisieren, dann verstehe ich es auch nicht. Und dann auch viele Schwarmfische und die stellen wir hier dar mit Mittelmeerfischen. Hm. Guck mal, direkt Kaltwasser, direkt keine Farbe mehr. Habe ich mir auch gerade gedacht. Ne? Weil, weg. Ja, aber das würde doch eigentlich schon im Umkehrschluss, wenn man es jetzt mal ganz plump darauf runter reduziert, bedeuten, dass die Farben sich, die Fische sich farblich den Korallenriffen anpassen. Weil im Kaltwasser ja, siehst du keine bunten Korallen. Farbe ist ja oftmals nur für Tarnung. Ja, aber das ist ja so gefühlt der Beweis, dass wenn die Wissenschaft so einfach wäre, wäre schön, aber man hat schon so ein bisschen den Eindruck, weil Kaltwasser wenig Tarnung Korallen. Tarnung oder Warnung? So, merkt euch das. Tarnung oder Warnung? In Biologie. Weisheiten für Thomas. Falls ihr gerade eine Klausur schreibt in Biologie, immer gucken, ob es reinpassen könnte. Tarnung oder Warnung? Tarnung oder Warnung? Auch wenn es irgendwie um die Vererbbarkeit von Pflanzen, so. Tulpen betrifft und so. Ist es Tarnung oder Warnung? Gegenteil sogar. Ja, da könnte es auch Geilheit sein. Geilheit. Tarnung, Warnung oder Geilheit? Tarnung, ja, die Tulpe will ja die Wiener anlocken. Ja, ich weiß. Also Geilheit, ganz also, klar. Kommt auch noch dazu. So, haben wir das auch besprochen. Das sind die drei Sachen, die drei Elemente. Die drei Säulen. Die drei Säulen des Lebens. Seit über 60 Jahren eine Exkursion, eine jährliche, von der bin ich vor einer Woche zurückgekommen übrigens wieder. Auch wenn jetzt irgendwer ausgefallene Klamotten trägt oder so. Oder bunte Schuhe. Ist es Tarnung? Eine Warnung oder Geilheit? Und musste diesmal in Quarantäne deshalb. Die anderen Becken sind... Oh, die Morena. Diese andere Oschi. Aber guck mal, auch richtig, richtig schön und sehr, sehr übersichtlich. Das gefällt mir auch. Wie die kleinen Fische hier nochmal so drauf sind als farbliches Bild und darunter eine kurzknackige Beschreibung. Zumindest was es für ein Fisch ist. Den Rest kann man ja googeln. Aber auch hier die Pumpen... sind da. Sind einfach von der Wartung her einfach. Vielleicht ist es auch ein Placement. Placement meinst du, ja. Okay, ja, wir stellen euch die Pumpen, aber da müsst ihr die auch präsent platzieren im Aquarium. Alle, sage ich jetzt mal, Korallenbecken, wie wir es vor 15 Jahren aufgebaut haben. Boah, das ist eine Moräne, ja. Ganz hinten unser Maurice, sehr präsent. Maurice, klar, Maurice die Moräne, feier ich. Da haben wir übrigens eine Wette gewonnen bei dem. Wir haben oben die große Echinopora eingesetzt, die war einfach übrig beim Einrichten. Ja. Und ich habe sie reingesetzt und jeder hat gewettet, in der ersten Nacht wird Maurice diese Koralle runterreißen, die sehr, ja... zart aufgehängt war im Becken, aber er hat sie nie heruntergerissen und sie ist hinten schon festgewachsen, also unproblematisch. Man sieht gerade rechts unten, dass gerade eine Garnele die Maurice putzt. Das sieht man ja auch nicht alle Tage, wobei die Meeresaquarianer wissen ja, dass Putzergarnelen in der Regel in Ruhe gelassen werden. Genau, und die gehen sogar richtig in Rachen tief rein, dass man die Garnele fast immer sieht. Das ist geil, ne? Das ist cool. Weißt du, das im Meer gibt es wirklich so Spots, ja, wo die Fische hinschmähen. Wo die Fische hingehen und dann legen die sich da hin, dann kommen diese ganzen Putzertiere, Garnelen, Fische und machen die wirklich von den Parasiten. Putzerstation, frei, ne? Wo auch, da kann man ja auch, wenn man Mantas sehen will oder so, tauchen gehen, dann geht man in diese Putzerstation, chillt da und dann kommen die Mantas vorbei, lassen sich putzen. Das Glück, dass wir das auch noch sehen können. Und irgendwann, wenn es ihm reicht, dann wird er, wie es ein Mensch macht, kurz bevor er spuckt und dann geht schnell die Garnele wieder raus und dann ist der Reinigungsakt voll ähnlich. Aber guck mal, allein das Aquarium, ne? Da sind jetzt nur einfache Korallen drin, kann man jetzt so sagen, sind halt höchstens, sind großteils Weichlederkorallen und so weiter. Sieht doch jetzt schon tausendmal besser aus als beim DIY-King da. Ja. So allein, es sind jetzt keine super special Korallen, aber die bewegen sich, die haben Polypen, da passiert was, die saugen sich mit Wasser auf und so. Du siehst, da ist Leben drin.
abseits von der Moräne und den Fischen, ne? Und auch allein, dass hier mal eine Garnele rumschwimmt und so, und da ist irgendwie was anderes, finde ich. Ja, klasse. Also Maurice, wie lange habt ihr die schon, die Moräne? Oh, die ist echt groß. Die haben wir seit Anbeginn, also seit 2006, also 14 Jahre jetzt. So lange gibt's das war ein Geschenk von dem Zoohändler mit den Worten, ja, wenn ich dazu rechnen würde, was der alles gefressen hat, wäre es mein teuerster Fisch. Ja. Er hat einfach die falschen Fische dazu kombiniert, um es auf den Punkt zu bringen. Zu so einer Moräne darf man nicht irgendwelche Kaiserfische, Doktorfische und alles, was in Beutegröße ist, dazu kombinieren. Frisst die alles. Wir kombinieren relativ kleine Fische dazu. Die sieht aber auch echt nicht freundlich aus. Also es gibt wenig Tiere, die so unfreundlich aussehen wie Moränen, ne? Das macht die aber auch aus, aber die sieht aus wie ein Biest. Hat ein bisschen was von der Hygiene, ne? Ja, stimmt. So. Richtiges Aasvieh. Ja, schon. Das ist schon ein ideales Becken. Aber geil. Farben gibt ja Mosellen zu zeigen, Klauenfische oder auch ein paar Lippfische. Kann man ja nicht vergessen. Was er sagt, sie setzen bewusst kleine Fische ein, weil sie die nicht frisst. Große Fische würde sie fressen. Auch witzig. Denkt sie sich, so ein kleiner Fisch lohnt sich nicht als Beute, ist mir zu anstrengend, dann hole ich mir lieber, warte ich, bis ein großer vorbeikommt. Hat er gerade so erklärt? Oder habe ich das falsch verstanden? Nee, ich glaube nicht. Die Technik der Aquarien ist übrigens direkt unter dem Becken, also da sind jetzt nicht irgendwelche Rohre, sondern Zentraltechnik. Ich bin eher ein Fan von individuellen Lupi, Technik, was geht? Dass man die Eintasen, Planaren und weiß Gott, was man sich so alles einstellt, nicht gleich aufs ganze System teilt. Und deshalb ist die Technik einfach unter dem Becken untergebracht. Maurice als großer Fisch gibt natürlich ordentlich Stoff ans Becken ab. Ja, das ist klar. Und da war das mit der Korallen halt das mal dann so ein bisschen hinterfragt. Klappt es, klappt es nicht. Wir kämpfen etwas mit Denitratoren gegen das Nitrat. Wenn Corona vorbei ist, müssen wir Maurice mal besuchen. Ja, ich würde das gerne machen. Also das ist, ich habe da schon vieles Gutes über dieses gesamte Vivarium gehört. Also es ist ja nicht nur das Aquarium, es gibt ja noch mehrere Sachen. Abseits davon, was jetzt hier auch nochmal ein ganz anderes Erscheinungsbild ist, was, glaube ich, einfach auch oft gar nicht so richtig gut zusammenfassen kann beim DIY King eben. Guck mal, was hier Kalkrotalgen über Kalkrotalgen und so, da ist halt eine ganz andere Biologie. Dem, ne? Was frisst eine Moräne in dieser Größe so, also in der Woche? Ich würde sagen, kleine Robbenbabys. Große Robbenbabys. Fünf Heringe. Ja. Sie kriegt dreimal die Woche Futter, Moräne kriegt nur jeden Tag Futter. Und das ist dann so ein 15 cm langer Stint oder Seelachsfilet, Tiger Shrimps große, wenn man genommen oder sich gut gehen, ne? Wir wechseln da einfach durch. Ja, okay, sehr schön. So, hier haben wir die geil, geil. Oh mein Gott. Wurde mir gesagt, irgendwer hat mir gesagt, könnte ich theoretisch halten. Echt? Ja. Ich weiß es nicht. Die könnte man richtig aufziehen und die können auch Nachwuchs bekommen und dann wieder neue. Die werden auch handzahm und alles, ne? Boah, das wäre ein Live-Goal-Projekt von mir. Wenn das wirklich geht, die kann man selber schlüpfen lassen. Ich glaube, das meinte mal der Markt zu mir oder so. Man kann die selber schlüpfen lassen aus Eiern, die groß werden lassen und so weiter. Und ich glaube, die könnten sogar nochmal Nachwuchs bekommen. Das bin ich mir nicht genau sicher, aber auf jeden Fall hat der mir gesagt, es könnte gehen. Bei Sepien, es gibt ja noch Nautilus, da gibt es ja auch noch, das sind diese getreten, ne? Aber das ist, glaube ich, wieder was anderes. Nautilus heißt doch einfach nur Krake. Nee, ist so ein Kopffüßler. Das ist sieht aus wie eine Schnecke. Echt? Ich weiß es nicht, ob das bei denen ist oder die Nautilus. Ich bin mir nicht sicher. Da. Ah, lul. Echt? Oha. Okay, die habe ich gar nicht auf dem Schirm. Aber die sind, glaube ich, das ist doch Tiefsee, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall auch saugeil. Sehr special auf jeden Fall, ja. Aber die werden es nicht sein. Angesprochen den Sepias. Ich sehe jetzt drei Stück. Amoroso. Genau, sind auch nur drei Stück drin. Und du hast gesagt, die werden ein Jahr. Nee, ich habe mir nicht als letztes Uhren angeguckt. Nautilus ist halt eine Uhr von Patek Philippe, deswegen wird die als erstes immer angezeigt, weil mehr Leute wollen die Uhr sehen als das eigentliche Tier dahinter. Die waren ungefähr ein Jahr alt. Nach Literatur waren es zwei Jahre, aber wir schaffen nie länger als wahrscheinlich ähnlich, wenn man wahrscheinlich ähnlich, wenn man Jaguar eingibt. Nee, was hat er gesagt? Die werden nur ein bis zwei Jahre alt. Ja, das meinte ich. Das meinte ich ja. Die werden nur sehr, sehr, also ach, die werden nicht sehr nicht alt, aber ich glaube, die bringen sogar nochmal neuen Nachwuchs wieder mit rein oder irgendwie sowas. Finde ich aber jetzt schon echt cool, das Video eigentlich. Ich finde es wieder echt interessant. Der Typ scheint auch echt nett zu sein. Und du hast gesagt, die werden ein Jahr circa. Die waren ungefähr ein Jahr alt. Nach Literatur waren es zwei. Ich muss schon wieder stoppen, aber ich finde die so geil. Ich finde die auch mega. Ich finde die so geil. Ich habe mal hier von Blue Planet oder so, von der BBC sowas gesehen. Die können ja so richtig krass fluoreszieren, ne? Mhm. Ein Jahr. Ich habe die ja auch schon in echt gesehen. Auf den Malediven. Aber die sahen irgendwie anders aus. Ja, da gibt es auch verschiedene. Das, was ich da gesehen habe bei Blue Planet, war auch, die waren auch irgendwie größer, habe ich das Gefühl. Das waren so riesige Schiffe. Also die habe ich auf jeden Fall im Meer gesehen und das war das Krasseste. Also die gesehen zu haben, war das Heftigste. Die waren an so einer Boje,
Da waren so eine, Boje und das waren drei Stück und die waren dann wirklich so an diesem, Seil bis auf den Boden. Mhm. Und die schwammen dann da so zusammen, so auf der Stelle. Und dann bin ich so zu, die waren so, ja, die sahen halt mehr oder weniger so aus, waren ein bisschen heller vielleicht noch. Und dann bin ich zu denen hin und dann wurden die so übelst dunkel. Dann sind die so zusammengerückt und wurden so richtig schwarz. Mhm. Und dann bin ich wieder zurück und dann sind die wieder heller geworden und so. Mega, sowas. Also die haben sofort drauf reagiert, so richtig krass. Sowas war echt übertrieben. Und ich hatte auch richtig das Gefühl, die beobachten mich so richtig. Also die gucken mich so richtig an, was macht der gerade und so. Der soll keine Scheiße bauen. Also der ist so gefährlich. Das haben, ich hatte das Gefühl, dass ich gefährlich für die bin. Wir haben schon Versuche gemacht, die mit verschiedenen Temperaturen zu halten. Und hatten die Hoffnung, die Tiere, die kälter gehalten werden, werden älter dann, weil der Stoffwechsel reduziert ist. Das hat nicht funktioniert, um es klar zu sagen. Such mal nach Prachtsepia. Okay, komm, wir gucken noch kurz. Prachtsepia. Oh mein Gott. Wie ist das denn? Alter. WTF. Aber die sind super klein wahrscheinlich, oder? Eine kleine Art der Tintenfische, ja. Etwa 6 cm. Voll geil. Geil. Fürs Aquarium übelst geil. Also, vorausgesetzt, die fühlen sich natürlich wohl, aber der hat sie ja auch hier im Aquarium. Ist die Frage, ab was für einer Größe die gehalten werden können. Boah, das ist das erste Tier, glaube ich. Ich finde zwar große Kugelfische geil, aber ich würde die nicht unbedingt halten wollen. Ich finde die total süß und so, aber irgendwie fühle ich das nicht. Aber ein großes Aquarium zu haben, um das Sepia zu halten, das würde ich fühlen. Weil die haben für mich irgendwie wirklich schon so Haustiercharakter irgendwie. Ich muss die erstmal dann kennenlernen, mal schauen. Aber ich habe wirklich das Gefühl, die sagen Hallo, wenn man nach Hause kommt. So vom Prinzip her, weißt du? Hi. Das ist anstrengend für dich? Also den sehe ich, sogar so winken, so, weil wir reinkommen. Hi. Die finde ich auf jeden Fall richtig, richtig geil. Wo wir wieder bei Tarnung, Warnung und Geilheit werden. Ich hab's auch gerade gelesen. Stimmt. Auch etwas losgetreten. Die Jungtiere müssen wir warm halten, sonst packen sie es gar nicht, haben wir festgestellt. Die ziehen wir tatsächlich bei. Guck mal an, wie die aussehen. Mega. Supergeil. 23 bis 25 Grad. Und nur noch von einem richtigen Oktopus getoppt. Bei tropischen Bedingungen. Ja. Und die hat Jungtiere, beides was, ja. Die dann hochkommen, haben wir dann separiert später irgendwann. Mhm. Aber kühl hat gleich gehalten wie warm, also ist es wurscht. Es ist wurscht. Ja, wir haben ja jetzt auch gesehen, wie die kleinen Kerle fressen. Also das geht ja dann auch ganz zackig, ne? Es ist wirklich super faszinierend, weil die Sepien ja im Gegensatz zum Kraken nicht nur 8 Tentakel haben, sondern die 8 kleinen Tentakel und dann die langen Fangtentakel, die ja sonst verborgen sind. Und die schießen dann raus. Das habe ich auch noch nie gesehen. Krass. Wie so Chamäleon. Ja, Alter. Stimmt, ein bisschen Chamäleon-mäßig, ne? Aber wie sie auch schon da so lauern und so drauf gucken und so, ne? Richtig geil. Die 8 kleinen Tentakel und dann die langen Fangtentakel, die ja sonst verborgen sind. Und die schießen dann raus Aber es ist wirklich 1:1 wie ein Chamäleon. Ich hatte ja mal ein Chamäleon, da ist auch so, da kommt so die Zunge erst so, so 3 cm raus. Auf einmal so, blub. Und genauso war es da auch, und, ne? Ja, und hier sind wir jetzt in unserer neuen Ausstellung angekommen. Der Titel Form und Funktion, Vorbild Natur. Den wir 2016 eröffnet. In diesen Räumlichkeiten war das alte Vivarium, das ich angetroffen habe, 1988 übrigens, bestand aus gemauerten Aquarien, die undicht waren. Und als ich 1990 neue Meerwasseraquarien bauen durfte, war das der Startschuss der Korallenaquaristik im Vivarium. Der kam nicht von irgendwelchen Schauaquarien, zu der Zeit haben sich ganz wenige Schauaquarien wirklich mit Korallenaquaristik auseinandergesetzt, sondern kam eigentlich von meinen Kumpels, die einfach so Korallenbecken hatten und ich fand die einfach super. Dass er einfach random Kumpels hat, die Quallenbecken haben. Ja gut, aber wenn du in dem Game da drin bist, dann bist du wahrscheinlich auch so gut vernetzt und dann kennst du solche Leute halt dann auch. Dass jetzt ja wirklich die Buddies sind von zu Hause nebenan, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ja. Hab mir erklären lassen, welche Technik, welche Firmen, die Firmenadressen haben sie mir durchgegeben. Ja. Holt sich Thomas auch Quallen in seiner Handlung? Nee, das ist Süßwasserquallen gibt's eh nicht, ne? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Ist auch eh ein mega kompliziertes Thema. Ja, also Quallen generell, Quallenhaltung ist, glaube ich, echt gar nicht so einfach. Fängt ja schon mit dem Aquarium an. Ja. Ja gut, das ist ja auch alles in den Jahren erst entstanden, genau, so wie es heute jetzt ist. Es gab schöne Becken mit Weichkorallen und ich erinnere mich noch gut, wie man die ersten Cinularias und Sarcophyton-Ableger von diesen Jungs bekam und wie sein Augapfel behütet hat. Da muss ich immer lachen, wenn ich dann solche Korallen ausschneide und niemand will sie mehr haben, weil sie vielleicht beige sind oder sowas. Cinularia habe ich auch, ne? Das ist diese Helle, von der er da gerade erzählt, diese Weichkoralle, weißt du noch, die so ein bisschen baumartig wächst.
Die ist aber ganz hinten irgendwo sehr unspektakulär. Ja, die ist nicht so spektakulär. Wir haben gerade, weil wir jetzt gerade beim Thema Quallen sind, uns hier schon stundenlang die Quallen durchs Wasser gleiten sehen. Markus versorgt uns wieder mit Informationen. Wir haben nämlich jetzt die Information über eine Süßwasserqualle. Und zwar ist das die Limnomedusae. Mhm. Da schauen wir natürlich nochmal direkt mal rein. Süßwasserqualle. Oha. Mhm. Sick, die sieht absolut von vorne bis hinten nicht nach Süßwasser aus, finde ich. Hier mit diesen leuchtenden Tentakeln und so. Ich mal kurz sehen, ob es die irgendwo ein Video davon gibt. Und die chillt dann in so einem See, oder was? Offensichtlich. Da wäre ich ja komplett geschockt, wenn ich irgendwie in einem See bin, auf einmal sehe ich eine Qualle. Hallo. Da bin ich ja komplett verwirrt. Wenn wir ehrlich sind, in den 90er Jahren konnte man sich auch noch gar nicht vorstellen, was wir jetzt irgendwie. Genau, haben. Was wir jetzt alles. Ja. Es ist halt viel, viel besser geworden. Technik. Technik ist besser geworden. Da bin ich ja übelst froh. Ja, was heißt froh, wenn man es nicht anders kennt, so, aber ich habe jetzt auf jeden Fall mit der Meerwasseraquaristik angekommen, wo sich unfassbar viel die letzten Jahre getan hat. Ja. Beim Süßwasser ist es ja nicht so. Klar, es hat sich Aquascaping, aber das gab es schon, als ich 15 war. Ja. Nicht vielleicht auf dem Level wie jetzt. Aber krass viel ja, hat sich gar nicht geändert. Doch, hat sich schon, allein durch die ganzen Lichtquellen jetzt, ne? Da hat sich schon viel geändert. Ja, aber guck mal, wenn du jetzt mal guckst, die hatten damals alle nur Weichkorallen, Pilzkorallen. Und was jetzt an Korallen da ist, ich finde, das ist ein anderes Level nochmal. Ja. Plus die ECP-Analysen und du kannst anders mit dem Wasser umgehen. Gut, und Abschäumer gibt es auch noch immer. Okay. Genau, ja. Da hat sich krass viel getan. Genau, das ist eigentlich so das Hauptthema. Also da hat sich schon krass viel getan. Und das finde ich auf jeden Fall ganz cool. Wobei es auch schon fast cool gewesen wäre, bei der Entwicklung mit dabei zu sein. Dann weiß man es noch mehr zu schätzen oder versteht noch mehr, was. Ach, egal. Eigentlich weiß man egal. Nicht. Das hat alles so. Ja, hat alles vor. Du weißt, welcher Weg du dabei bist, was als nächstes so, wie es weitergeht. Das ist ja. Ist ja jetzt kein Ende. Ist ja jetzt nicht fertig. Wahrscheinlich nicht, aber ich kann mir auch gar nichts vorstellen, was ist jetzt im Meer, was jetzt krass wäre im Süßwasseraquarium, weil ich habe das Gefühl, die krassesten Korallen gibt es jetzt schon. Kann ja auch sein. Ja, aber ich habe das Gefühl, die krassesten Korallen gibt es jetzt schon im Aquarium. Das wird einfacher. Einfacher vielleicht. Ja. Da, guck, Markus ist ja schon länger als 10 Jahre mit dabei und schreibt, der Fortschritt in den letzten 10 Jahren war krass. Wenn ich daran denke, wie wir in den 80ern gepuncht haben. Okay, ist das sogar noch länger anscheinend. Dann in den 80ern. Vor allem in den letzten 10 Jahren fing es von den 80ern an. Das aber dann siehst du ja nochmal, anscheinend ist gerade die letzten 10 Jahre besonders krass gewesen und davor nicht so extrem, wie das, was in den letzten 10 Jahren passiert ist. Ist doch generell so mit Technik. Und da ist die Frage, was ist denn passiert? Was ist denn in den letzten 10 Jahren entwickelt worden? Liegt es jetzt wirklich an den ICP-Analysen? Ich glaube, die sind ein sehr entscheidender Punkt. Ich glaube, die gab es in dem Ausmaß früher noch nicht. Ich glaube, Licht ist ein entscheidender Punkt. Licht, echt? Ja. Ich glaube schon. Und ich weiß nicht, wann Abschäumer generell erfunden wurden, beziehungsweise die Technik des Abschäumers. Ja, überhaupt, das ist ja nicht nur der Abschäumer selber, aber auch das Wissen über die Technik. Mhm. Ja, also, alleine guckst, wie der Automotor weiterentwickelt wurde, ne? Wie schnell das dann ging. Ja, genau. Oder als mit Computer ist das krasseste Beispiel. Oder ja, Telefon. Ne? Ja, ja, ja. Das kam ja dann alles dazu. Als dann die ersten Mikrochips entwickelt wurden, ging es richtig durch die Decke. Ne? Ja. Ja. Das ist schon ein Special, das wir am Eingang unserer Ausstellung hier zeigen, um auf die Thematik der Ausstellung hinzuweisen. Die Quallen sind ja Organismen, die seit Hunderten von Millionen Jahren quasi identisch und sehr einfach aufgebaut sind und trotzdem extrem erfolgreich. Im Moment sogar erfolgreicher als manche andere Organismus durch die Mithilfe der Menschen. Ich finde es halt gerade mega witzig, wenn ich mir die angucke, die ganze Zeit schwimmen, aber irgendwie sich rückwärts dabei bewegen. Guck mal, komm auf. Weil man hat ja gerade gesagt, dass die Korallen gerade von der Veränderung der Natur am meisten profitieren. Im Moment sogar erfolgreicher als manche andere Organismus durch die Mithilfe der Menschen, der Fraßfeinde entfernt oder nach. Ach so, die Qualle. Weil die werden ja von wahrscheinlich, keine Ahnung. Auch weil wir so viele ausrotten, die Fressfeinde von Quallen. So aber ich finde, die bewegen sich alle vorwärts. Ja? Konkurrenten finden die auch? Fisch, also das sind wieder aktuell sehr erfolgreich. Ja, die sind mies gegen die Strömung, aber wenn du jetzt mal die unten guckst, hier, guck mal, die links. Ja, klar. Aber oder so, Nahrungskonkurrenten, die gibt Vollgas. Oh, ja. Die wird ja gerade weggedrückt. Ja, aber das ist die Strömung. Das ist doch größtenteils die Strömung. Ja, na klar. Ich glaube, das geht von außen so und in der Mitte wieder hoch, glaube ich. Kann das sein, dass das so zwei Ringe sind? Erfolgsmodell der Natur. Ja. Sieht danach aus, ne? So, wie eine 8. Erklärt, wie, also nicht wie eine 8, sondern wie zwei Ringe halt. Aspekte funktionieren von der Fortbewegung, von der Nahrungsaufnahme. Hat ein bisschen was von der Lavalampe, ne? Die werden so in der Mitte so nach oben. Wo holst du diese Vergleiche immer? Und dann fallen die wieder so runter. Ja, dann wird es unten wieder warm und dann gehen wieder hoch. Als ich einen Gräuel hatte vor einem Acrylbecken und diese Quallenkreisel sind ja normalerweise aus Acrylglas. Und wir haben am Anfang, um in die ganze Thematik reinzukommen, ein kleines
Quallenbecken aufgestellt im Besucherbereich und es war nach 3 Wochen schon mit den ersten Kratzern versehen. Das ist krass, sieht man immer in Zoos, ne? Wie es übelst verkratzt ist. Weil die Leute auch immer alle wie die Hippies davor rennen. Ich habe keinen Plan, was die da machen. Kinder auch oft. Und dann haben die irgendwelche Kettchen an oder so und dann hauen die dagegen und so, ne? Leider, ja. Oder irgendein, ja gut, Kinderwagen geht in dem Fall jetzt nicht. Wobei manchmal schon, wenn man so im Zoo, so, wo die Eisbären sind oder so, dann kannst du ja wirklich ganz nah dran, so direkt ans, was ja auch eigentlich cool ist, aber wenn es jeder verkratzt. Wir haben uns da wirklich lang Gedanken gemacht, wie können wir denn das verhindern? Und letztendlich sind wir jetzt bei dem Mineralglas. Strom drauf. Ganz kurz, Izzy hat nicht gekocht, wir haben bestellt. Hat jetzt jemand gedacht, ich hätte gekocht? Ja, aber du denkst, du hättest eine Tupperdose in der Hand. Das Becken angekocht bei einer Küvette. Und in diese Küvette aus Mineralglas haben wir quasi nur diese Plexiglas-Inlays eingelegt, die zur Rundung von dem Becken am Ende führen. Das heißt, was du kratzen kannst, sind diese Inlays, die können wir nach oben dann entfernen. Genau. Wir können es gerne auch mal von hinten anschauen. Eigentlich logisch, ne? Und wenn mal was gekratzt ist, es soll einfach halt 4.000 Euro statt 60.000 Euro auf den Punkt gebracht. Wow. Jetzt schon ein Unterschied, aber 4.000 und 60.000 Euro. Das ist was für den normalen Heim-Aquarianer, glaube ich, nicht abzubilden ist. Genau, Pagonien? Also das ist das, was man im... Stopp! Ich sehe nur Gorgonien. Ich sehe auch nur Gorgonien. Ich habe gerade überlegt, ob das diese Kurven von Zapfenfische sind. Ah, Seescheiden. Ah, Seescheiden sind das nicht die, die zu 99,9% von der DNA den Menschen ähneln oder so? Markus? Markus, war das nicht so? Wird er wahrscheinlich eh gleich sagen. Also wenn das die sind, dann wird er das sagen. Der Antrifft, da staunen die Leute immer wieder, dass das Mittelmeer nicht tot ist, um es mal so platt zu sagen. Und man trifft sehr wohl noch solche Hornkorallenwälder an, aber es ist in der Tat schwieriger, diese Planktonfiltriere am Leben zu erhalten, als jetzt tropische Korallen, die Zooxanthellen haben. Ja, was gibst du da eigentlich? Ah, die müssen aktiv gefüttert werden, das ist halt die Problematik. Da kommen am Tag 3 Fütterungen rein. Erst machen wir so einen Opener, sage ich mal, von einer bestimmten Firma mit so Geschmacksstoffen und dann wird mehrfach mit Artemin gefüttert. Oh, er ist überfragt. Dass wir das heute noch erleben dürfen. Markus ist überfragt. Jetzt aber noch eine ganz wichtige Frage. Es ist ja in der Regel eigentlich eine laminare Strömung. Oh, da habe ich auch mal so einen coolen Bericht gehabt zu laminare Strömung. Sind das Krustenanemonen? Sieht irgendwie komisch aus. Vonnöten. Aber wahrscheinlich ja, aber ne? Hier ist oder war doch keine Alveopora? Ja, oder in der Regel eigentlich eine laminare Strömung. Richtig. Vonnöten. Aber die Tentakeln sind so lang. Die sieht aber hier sehr... Jetzt siehst du stark aus. Ist aus. Es ist normal hier eine deutliche Stärke. Braucht ihr einen Badisch-Übersetzer? Nö, das eigentlich finde ich relativ... Kann man gut verstehen. Kann man gut verstehen. Im Vergleich zu Markus. Also Markus aus Karlsruhe. Ja auch nicht. Guck mal, sehr geiler Mund hier. Ne? Ey, Jungs! Dauernd gleiche Strömung. Und wir haben eine Strömungspumpe. Findest du nicht, dass das aussieht? Ja, die so, ja, 10 bis 15 Stunden am Tag läuft. Und die restliche Zeit ist Ruhe, so wie es im Meer eigentlich auch ist. Ne? Mhm. Also wenn die Strömungspumpe an ist, dann haut es die Korallen richtig dort gegen. Und das brauchen die aber auch. Das brauchen die auch. Wichtig ist dann auch die Anordnung, die ist jetzt fotografisch natürlich ungünstig. Senkrecht vom Fels weg stehe die ja, um in der Strömung dann zu stehen. Und wir sind also sehr stolz, wenn wir dann solche Korallen über viele Jahre halten, das sage ich ehrlich. Früher hat man die jedes Jahr wieder ersetzen müssen, weil sie so schlecht haltbar waren. Dieses Jahr habe ich keine neuen Hornkorallen geholt. Also alles, was man jetzt sieht, ist mindestens ein Jahr bei uns. Und es gibt aber auch Korallen, die jetzt schon 4 Jahre bei uns sind. Stark. Vor allen Dingen dürfen wir auch nicht vergessen, dass man die nicht unbedingt als leicht. Auch bei denen ist das gleiche Spiel. Im Prinzip kann man diese Planktonfiltriere vom Röhrenwurm über die Seescheiden bis hin zu... Röhrenwurm brauche ich auch noch. ...diesen Hornkorallen alle in einen Topf werfen und sagen, wenn man eine Planktonfütterung irgendwie hinkriegt mit vielen Tricks... Genau, er erklärt es gerade, scheint halt auch wieder mit der Ernährung schwierig zu sein. Deswegen hat er den gerade aufgezählt. Warte mal, um wen geht's jetzt? Um deinen Röhrenwurm. Ja, auch nicht unbedingt. Ja, ja, habe ich auch schon gehört. Auch bei denen. Habe ich auch schon gehört. Deswegen habe ich auch keinen drin. Hör zu. Kann man diese Planktonfiltriere vom Röhrenwurm über die Seescheiden bis hin zu diesen Hornkorallen alle in einen Topf werfen und sagen, wenn man eine Planktonfütterung irgendwie hinkriegt mit vielen Tricks, dann hat man gewonnen und dann klappt es auch über viele Jahre. Nicht verschweigen, dass wir immer wieder nachsetzen. Ja. Also das ist jetzt nicht vergleichbar mit der tropischen Korallenaquaristik, bei der man dauernd Ablege produziert oder sowas. Ja, das passiert ja hauptsächlich bei SPS-Korallen, manchmal natürlich auch bei LPS-Korallen. Ja, aber also bei Hornkorallen, also ich sag mal so, bei Azoxanthellaten-Korallen ist es auch in der tropischen... Azoxanthellaten. Korallen ohne Zooxanthellen. Ah, okay. Also die man ernähren muss.
Wie zum Beispiel die Topastrea, glaube ich. Ah, okay. Übrigens interessant zu dem Thema, die weiße Ornithella singularis. Röhrenwürmer sind sehr einfach zu halten. Da habe ich anderes gehört. Ah, es kommt drauf an, die kleinen, glaube ich. Aber die es gibt auch große, diese großen richtig knallbunten und so, die sollen wohl ein bisschen komplizierter sein. Obwohl, hier, wir haben doch jetzt hier das diese kleinen. Röhrenwurm-Mecker. Ja, ja, aber die kleinen sind kein Problem. Aber diese großen. Sie hat tatsächlich auch Zooxanthellen. Richtig. Das im Mittelmeer ist das System. Also ich glaube, das war auf die Zooxanthellen ohne Algen und Topastrea gleichbezogen. Nicht so effizient, dass man die Koralle nur damit ernähren könnte. Auch diese Steinkoralle, die Rasenkoralle, ich kann es ja mal drauf zeigen. Da haben wir so einen grünen Fleck und da nochmal, also tatsächlich Steinkorallenkolonien aus dem Mittelmeer, sieht man am grünen Schimmer, dass die auch Zooxanthellen haben. Ja. Aber alle Organismen mit Zooxanthellen im Mittelmeer können nicht über die Zooxanthellen ernährt werden. Ja. Und das ist der Knackpunkt. Die brauchen Futter. Die brauchen einfach Futter, genau so ist es. Und jetzt kommt erst das spannende Aquarium. Jetzt kommt Teil 2.